Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge von Staxel. Der Mike ist auch mit am Start. Hallo. Und ich backe einen Zitronenkuchen für die Hochzeit, die wir retten müssen. Ich hätte einen fertigen Karottenkuchen für dich tatsächlich, glaube ich. Brauchst du den nicht? Nee, den hatte ich zu viel gemacht. Ich tue den mal in den Backofen, mal gucken, was passiert, ob es einer ist wirklich. So, Butter, Salz. Also, wir machen hier Butter, dann brauchen wir ein bisschen Salz, einfaches Mehl, Zucker haben wir natürlich wie immer einfach mal einstecken. Butter habe ich, Salz habe ich, ich habe Joghurt gekauft statt Mehl. Bringst du mir ein Mehl mit? Ja, komm rein. Kuchen ist im Ofen. Gönn dir. Das ist ein Kuchenteig. Nicht fertig? Nein. Oh, ich dachte, das wäre ein Karottenkuchen. Egal, dann muss ich halt eben einen bestellen. Danke für Luftschiffe. Einfaches Mehl. So. Jetzt der mittlerweile andere Waren. Nee. Andere Waren. Ich habe gerade gedacht, live hätte was anderes zu verkaufen wie vor einer Minute. Okay. Aber das ist nicht der Fall. Hi. So, und das Mehl haben wir jetzt am Still statt dem Joghurt, warum auch immer ich Joghurt gekauft habe. Jogi. So, dann bestellen wir schnell noch eine Zitrone. Könnt auch einfach einen fucking Kuchen bestellen. Nein, machen wir nicht. Beschleunigen. Kannst du auch. Zitrone. Jetzt müssen wir die Zitrone noch schneiden. Das ist aber kein Problem. Dafür müssen wir nur kurz in den Wald gehen, damit niemand sieht, wie die Zitrone geschnitten wird. Rosemary, ich hab einen Kuchen für dich. Rosemary. Gehackte Zitrone. Way. Jo. Jo. Das muss man kombinieren. Ups. So macht man es übrigens. Man nimmt einfach eine Kuchenkruste und schmeißt eine klein gehackte Zitrone drauf. Eine halbierte. Das reicht vollkommen aus. Und schon hat man Zitronenkuchen. Man muss ihn nur noch backen. So. Kuchenteig raus. Zitronenkuchen ungebacken rein. Ofen. So. Wieder rein. So. Herein. Rein. Jetzt komm rein. Mach mal die Tür auf. Tür ist offen. Hallo. Mike. Emilia, ich bin noch dabei zu backen. Stör mich jetzt nicht. Hey, warum bist du weg? Angst. Pure Angst. Guck mal, wie Emilia läuft. Sieht durchaus amüsant aus, würde ich mal behaupten, so. Ich verfolge dich. Ja, ärgere mal den Prinzen ein bisschen, dann verlieren wir vielleicht den Auftrag, seine Hochzeit zu retten. Ui, wie läufst du denn rum hier? Wo ist die Prinzessin jetzt? Tschüss. Da ist der Prinz. Da ist die Prinzessin. Ach, die steht an der frischen Luft. Hallo. Ein Kuchen für mich von ihm? Wie unerwartet. Oh, ich hätte völlig vergessen, dass er so romantische Dinge schreiben kann. Ah, vielleicht könntest du ihm eine Antwort überbringen. Nein, kann ich nicht. Ich muss erst zu Emilia. Emilia sitzt doch hier. Ja, das ist irgendwie die falsche. Ich nehme die hier drüben. Ich nehme an, dass alles gut geklappt hat. Wie ich sehe, darfst du auch eine Antwort ausliefern. Na, wie schreibt die Alte denn? Dagegen ist jeder Gesetzestext ein leidenschaftliches Feuerwerk. Das könnte man hier und da noch ein wenig aufhübschen. So ist gut. Dafür wirst du nicht einmal ein zusätzliches Geschenk brauchen. Wo ist der besoffene Prinz? Na, wie ist es so, wenn zwei Emilias neben dir, bei dir stehen? Zwei Emilias sind eine zu viel. Diese Stadt ist zu klein für zwei Emilias. Ah, ein Brief. Für mich?
Wie tiefsinnig, so überaus eloquent. Nur ein Engel könnte solch eleganten Worte finden. Naja, vielleicht habe ich mich ja geirrt. Ich werde sie noch einmal selbst aufsuchen. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Hör auf, näher zu kommen, du Prinz. Er will mir seine Hochzeitsringe geben. Nein! Ah, natürlich, du hast recht. Ich Dummerchen. So, das haben wir auch aktualisiert. Dann gehen wir wieder zur Emilia. Und zwar zum Original. Die zwar schon auf Mikes Farm ist. Ich glaube, die haben jetzt Rollen getauscht. Ah, endlich ist dieser Albtraum vorbei. Das war ziemlich nervenaufreibend, von der Torte ganz zu schweigen. Woher wusstest du, was du sagen musstest? Ach das, nun, mein Bruder ist nicht gerade die hellste Kerze auf der Torte. Die Prinzessin kenne ich auch ziemlich gut. Bei all den Scherereien, die ich mit der Hochzeit hatte, sollte ich sie vielleicht besser heiraten. Hahaha, nur ein Witz. Ich habe das Leben bei Hofe hinter mir gelassen. Als Konditorin bin ich viel glücklicher. Wer hätte gedacht, dass die mich für die Torte beauftragen, ohne zu wissen, wer ich bin? Für deine Darbietung hättest du einen Preis verdient. Es ist zwar nicht viel, aber du hast die Konditorassistenz mit Bravour gemeistert. Von jetzt an sind wir in der Welt des Backens gleichgestellt, aber die Patisserie gehört trotzdem mir ein. Aber wenn du eine süßwarenbegeisterte Mitbewohnerin brauchst, bin ich deine Frau. Ich würde mich dieser Aufgabe mit Begeisterung annehmen. Emilia ist die, also der Prinz ist ihr Bruder. Was? Ach krass. Ja, also sie hat ja eben gesagt, sie kennt ihren Bruder ganz gut und die Prinzessin da ja auch. Also deswegen würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass der Prinz ihr Bruder ist. Und ich meine, sie hat das Leben am Hofe satt. Ich meine, dass sie eine Prinzessin ist, das wussten wir ja schon irgendwie. Ja. Aber so. So wird daraus ein Schuh. Wie man so schön sagt. Alter, das ist so komisch, wie Emilia läuft, ne? So, das heißt aber auch, wir haben Emilia auch auf voller Stärke. Haben wir Rowan heute schon Kartoffeln gegeben? Das ist die wichtige Frage. Nee, zumindest ich noch nicht. Rowan, du alter Kartoffelsnacker. Jo, Rowan, Fernkartoffel. Fang! Fang! Yogi, das wäre doch nicht nötig gewesen. Oh, ich kann ihm nicht mehr geben. Okay, gib sie wieder her. Gut. Vielleicht können wir am Luftschiffplatz noch was upgraden? Ne, da haben wir Stufe 3 und höher geht's aktuell noch nicht. Rezept. Für einen braunen Steinblock. Glückskiste, gelber Saft. Schoko-Orangeneis am Stiel. Orange. Eis. Schokolimette haben wir schon, aber Schoko-Orange haben wir noch nicht. Haben wir den Saft? Was? Wir haben auch keinen Saft. Das geht so natürlich nicht. Mecca X Yellow Froschhut. Brille B, Sonnenbrille B. Ja, die haben wir bestimmt schon. Wenn nicht, Pech gehabt. Ich rutsche gerade so langsam von meinem Stuhl ab. Das wird unbequem. Kombiniere, ich verkaufe eine Niere. So, da Emilia von nun an keine Bananen mehr bekommt, können wir die auch ganz getrost wegsperren. Also die Bananen, nicht Emilia. Das wäre, glaube ich, illegal. Vielleicht auch nicht. Hoffentlich werden wir nicht erwischt. So, Wasser neben Strom, das ist immer eine gute Kombination. Hat sich gereimt. Ich würde mal sagen, gute Nacht. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Morgen. Habe ich diesmal nicht bekommen. Nee, ich aber. Oha.
Jetzt habe ich das. So, dann gehen wir mal wieder auf Geschenketour, nachdem wir unseren Mädels Hallo sagen. Hallo Melissa, hallo Muffin. Muffin essen. Ein Frühstücksapp bei Muffin, ja. Cecile hat mir geschrieben, bitte komm schnell zu, wie möglich zu mir. Okay. Okay. Ich komme, Cecile. Ich habe keine Post bekommen, glaube ich. Ich komme trotzdem mal mit. Ah. Mike, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Die Items, die du mir gegeben hast. In dem Brief stand, dass ich was mit dem Gerät machen und es dann in Lies Laden platzieren soll. Ah, das ist von Life. Oh, Sequest. Scheiße. Ich fütter live mal ein. Natürlich habe ich mich vor einander. Life ist nicht mehr da. Und weil Life verschwunden ist, traue ich mich nicht. Traue ich mich nicht. Lalalalalala, ich will nicht gespoilert werden. Kannst du leise lesen, bitte? Danke. Ich muss hier wichtige Dinge tun, indem ich Robert mit Kartoffeln fütter. Dann kann ich diese Ablenkung nicht gebrauchen. LOL! Alter. Du musst mir live wieder besorgen, dass ich ihm auch noch Sachen geben kann. Ja? Guck mal, was ich hier in der Hand habe. Ist das ein Teleporter? Ja. Wohin? Ich kann ihn nicht. Ja, das ist es. Ich habe es aktiviert und bin mir sicher, dass es eine Art Teleportgerät sein muss. Ich kann es bestimmt so modifizieren, dass es dich dorthin bringt, wo er ist. Dann kannst du ihn suchen, um ihn zurückzubringen. Hier, das sollte ausreichen. Du musst es einfach aktivieren und dann geht die Reise wieder los. Sie muss den Vorgang analysieren. Im Dienste der Wissenschaft, du verstehst bestimmt. Oh my fucking god. Geh mit. Tschüss, ich muss ja auch noch eine Fernbedienung holen, falls ich nicht... Schlaues Kerlchen. Das Blöde ist, ich kann live jetzt nicht mal Blätter füttern, weil live nicht da ist. Ja, geil. Richtig, ja, ja. So, 4 Teleportionen werden wohl reichen. Ja, das denkt man doch mal. Ja, was machen wir so lange? Ich will mich von dir verabschieden. Nein. Wo bist du? Tschüss, Mike. Da bist du. Tschüss. 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 Weg ist er. Plopp. Kann sein, dass gleich ein ganz lautes LOL kommt. Das wäre nicht das erste heute. Nee. Ah. Ein lautes LOL. Trollololol. Erstmal kommt ein lautes What the fuck? Okay. Was siehst du? Ich bin hier irgendwie auf so ein Baumhaus. Keine Ahnung, so riesen Baumhäuser. Ja gut, ich meine, das ist ja die Elfenwelt hier wahrscheinlich. Hier ist oder Rem. Ren oder Vren? Nee. Also R-E-M. Der Roboter. Dann ist hier Prim. Ah ja. Dann ist hier ein Gesprächiger Androiden-Dorfbewohner. Kann es sein, dass da nur Roboter wohnen? Gynoi, der Dorfbewohner. Ah ja, Gynoi, der alte Dorfbewohner. Was haben wir hier noch? Okay. Lilly? Geil. Lilly liegt hier neben mir.
Die kann nicht da sein. Das ist alles Lug und Betrug. Traue ihnen nicht. Das ist nicht das Original. Dringend zurück. Das ist so sinnlos. Alles ist sinnlos. Okay. Wer ist hier? Androiden-Dorfbewohner. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, die reden wohl nicht. Gut. Wir brauchen wieder Treibstoff. Dann musst du erst Sternensplitter in den Hintern schieben. Und dann reden die. Oh, mein Mann glänzt irgendwas. Aber ich weiß nicht, wie ich rankommen soll. Vielleicht kann ich vom Balkon aus aufklettern. Vermutlich nicht. Fine. Wir werden ihn davon überzeugen, dass er hierher gehört. Irgendwie. Wir wollen live da behalten, oder? Hört sich so an. Ja. Das sehe ich jetzt mal erstmal nicht, weil ich weiß nicht, ob ich dann noch hier bin. Du weißt, wenn da steht, nicht den roten Knopf drücken, solltest du auch nicht den roten Knopf drücken. Ja. Oh, so viele Dinge, die man hier vollklatschen muss mit Banalblöcken. Hui! Dingsbums Nummer 4. Was? Hast du Dingsbums Nummer 4 gefunden? Das heißt aber auch, es gibt Dingsbums Nummer 1, 2 und 3. Okay, dann müssen die hier in den verschiedenen Häusern versteckt sein. Wo zur Hölle habe ich meinen... Da. Dingsbums Nummer 3. Haha. Da war ich schon drin, jetzt gehe ich... Da komme ich her, jetzt gehe ich hier mal rüber. Wohin soll das noch gehen? Das verschwindet live und dann auch noch Mike. Da bleib ich ganz allein. Dingsbums Nummer 2. Du findest die in einer interessanten Reihenfolge. Genau andersrum als nummeriert. Hallo, Worm? Oh, ich habe nicht erwartet, dass du dich hier zu sehen. Hast du live gefunden? Bist du überhaupt hierher gekommen? Nein. Diese Geräte sind nur einmalig nutzbar und ziemlich kompliziert herzustellen. Das war diese Wissenschaftlerin, habe ich recht? Ich wollte eigentlich nur live zurückholen. Wir alle wollten, dass er das, aber er wollte einfach nicht mitkommen. Er hat in seinen Briefen immer wieder von Verpflichtungen. Okay, das kann ich nicht lesen. Es war wirklich kompliziert, etwas zu bauen, das Objekte von einem Ort zum anderen übertragen kann. Es war auch nur einmalig nutzbar. Wie hat er es überhaupt repariert? Hä? Wie dem auch sei, jetzt bist du hier. Wenigstens ist einer von euch freiwillig hergekommen. Das ist Holy Androiden-Gesellschaft, die hier Menschen entführt und Elfen. Live zurückzuholen. Oh. Ich sollte dir eigentlich nicht helfen, aber es fällt mir schwer, ihn so leiden zu sehen. Die haben ihn einfach entführt. Von mir ihn zur Rückkehr zu zwingen. Vielleicht kehrt er eines Tages auf freien Stücken zurück. Niemals! In Ordnung, ich werde dir helfen. Es wird jedoch nicht leicht. Na, dumm. Wir wollten nicht, dass er wegläuft. Deshalb haben wir ihn fürs Erste an einen speziellen Ort gebracht. Wenn du speziellen mir ein paar Ort. Items besorgst, kann ich etwas zusammenbasteln, womit du das Kraftfeld überwinden kannst. Ich brauche insgesamt 5 Komponenten. Du solltest die bei den Baumhäusern finden. Dann fehlt dir noch eins, wollte ich mal behaupten. Ja. Alter, hat die viel gelabert, ey. Hab's gefunden. Sehr gut. Du musst das auch nicht alles vorlesen. Ich werde das ja eh auch noch machen, demnächst wahrscheinlich direkt. 3, 4, 3, 5. Irgendwie fehlt noch eins. Eins fehlt mir noch. Einer fehlt noch. Nee. Oder auch nicht. Los, bring mir live zurück. Damit ich ihn selber verschwinden lassen kann.
Ach, dann müssen wir erst noch ein bisschen Mörtel käuflich erwerben. Sortiere das jetzt mal immer 3. 1, 2, 3, 4. Und dann 5, stellen wir ein bisschen 4, Basalt her. Nummer 2. Aber wir stellen das erst nächste Folge vor, weil die Folge ist vorbei. Dementsprechend würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer in die Kommentare. Und ansonsten bleib gesund, hau rein und bye bye. Tschüss.